Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In keiner Mod, aber dafür eine Custom Challenge. Ja, wir machen eine Custom Challenge. Und zwar ist die heutige Custom Challenge von Tetsu. Die ist von Tetsu. Tetsu hat ein cooles Bild. Das ist so ein Anime-Kerl mit roten Haaren oder rote Kerle. Sind immer toll. Und ihr seht schon, wir sind cool. Und ich sage einfach mal, die Challenge, wie sie heißt, die heißt nämlich Beyblade. Der Tetsu hat das leider falsch geschrieben, was ich ein bisschen traurig finde, weil Beyblade wird mit E geschrieben und nicht mit A. Ja, Tetsu, ich bin sehr enttäuscht von dir. Auf jeden Fall haben wir von Anfang an Mom's Knife, wie man hier schön sieht. Und wir sind halt ein kleiner Beyblade, sozusagen. Wir können uns hier so richtig schön drehen und alles vernichten. Was haben wir sonst noch? Wir haben Proptosis auf jeden Fall noch. Wir haben Lucisterne, deswegen haben wir auch vier Schlüsselschwerter. Schlüsselschwert! Das war ein Insider, tut mir leid. Schlüsselschwert auf einmal. Und können hier deswegen so cool rummachen. Die sind jetzt auch ein bisschen stärker wegen Proptosis halt. Was haben wir sonst noch so? Wir haben noch Krampus Head dabei. Den soll ich allerdings nur einsetzen, wenn ich irgendwie an Gegnern an den Seiten nicht rankomme. Wenn die zum Beispiel an Wänden oder so dran sind. Also ich habe ihn zumindest. Ich weiß nicht, wie oft ich den einsetzen darf, beziehungsweise ob ich ihn überhaupt einsetzen darf. Aber ich habe ihn auf jeden Fall. Und dann habe ich noch Polyphemus. Sind wir also nochmal ein bisschen stärker. Dann, weil ich mich für die 9 Volt für den Krampus-Methode entschieden habe, habe ich noch eine 9 Volt Batterie und eine normale Batterie und sonst noch Cricket's Head, was uns auch nochmal stärker macht. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Gut, wir haben also vollen Schaden, werden sehr viel Schaden machen. Wir müssen halt nur irgendwie nah an die Gegner rangehen und ich werde die ganze Challenge über mich so komisch drehen. Und danach werde ich dann eine Blase haben. Eine ganz tolle Blase auf meiner Hand. Das weiß ich jetzt schon. Yay! Oh, das war immer schön. Früher auf dem Nintendo 64 Controller, da gab es nämlich auch, ja, der hatte auch so ein Drehding, so wie jeder Controller. Wow, amazing. Aber da gab es dieses Mario Party Spiel und da gab es immer so einen, au, ey, fangen die keine Dinger ab? Egal, da gab es so ein Mario Party. Und in diesem Mario Party, das sind ja mal Minispiele, und da gab es ein Angelspiel, wo man dann halt seine Angel auswerfen musste, und wenn dann ein Fisch kam, dann musste man dementsprechend den Stick die ganze Zeit so drehen. Und der Controller, der N64-Controller, war aber so schlecht, also die Beschaffenheit davon war so schlecht, dass man nach diesen ganzen Drehen immer Blasen hatte in der Hand. Das waren tolle Zeiten, das waren super tolle Zeiten. So, oh, okay, wir machen sehr viel Schaden. Sehr, sehr viel. Und er meinte, wenn ich irgendwie Probleme mit dieser Challenge habe, oh, wir sind sauer, dann darf ich noch irgendwas anderes nehmen. Ich habe nur gerade vergessen, was? Ich glaube, Mom's Contact oder sowas. Nee, Lost Contact. Lost Contact, so hieß das. Und ja, finde ich cool. Der hat so richtig viel geschrieben dazu. Hat sogar noch erklärt, was das für eine Challenge ist. Jetzt ist die Frage, darf ich bei diesen Explosionsdingern den Krampus Head benutzen? Weil sonst verliere ich da ja auf jeden Fall Leben. Wenn ich so nah an die rangehen muss. Das ist eine sehr gute Frage, aber ist ja auch egal. Aber Beyblade ist eigentlich ganz cool. Habt ihr früher auch Beyblade geguckt? Ich habe das geguckt. Mit Tyson und so, das war richtig cool. Und Kai. Kai war sowieso der geilste. Nee, Way war der coolste. Aber Kai war auch cool. Mit... Wie heißen die denn? Shit. Wie ist denn dieser Drache nochmal? Dragoon. Konnte ich das nur vergessen? Dragoon. Habe ich sogar neulich wieder mal geguckt, den Anime. Und ich muss sagen, früher war er cooler. Aber gut. So, wir haben keine Schlüssel, wir kommen leider nirgendwo rein. Wäre ganz schön eigentlich so ein Schlüssel. Wir haben nämlich eigentlich auch genug Geld, um mal in den Shop reinzugucken. Oh. Naja, man kann nicht alles haben. Beyblade, Beyblade, let it whip. Lasst eure Blades los. Zeigt eure Kräfte ganz hoch hinaus, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Ich hatte sogar ein Beyblade-Spiel früher. Für den Gamecube. Das war cool. So, jetzt kriegen wir hier schönes. Oh, blaue Herzen. Oh, geil. Oh ja, schnell wieder raus hier. Ich bin der Beyblade. Beyblade, Beyblade, Beyblade. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte, die ganze Zeit so zu drehen. Irgendwie streckt mich das jetzt gerade schon an. Oh, guck mal, man kann damit voll übertreiben. Voll geil. Ich mag das. Die Challenge ist toll. Aber die Dinger schießen nicht immer weg. Da muss man, glaube ich, Glück haben, ne? Dass die wegschießen.
Okay, zumindest ein Schlüssel und ein Trinket. Und wir hatten da oben, glaube ich, sogar noch ein bisschen Scheiße rumliegen. Das heißt, wir können mal versuchen, da irgendwie einen Schlüssel rauszubekommen. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir sogar hier einen Schlüssel. Mm, ja, sehr schön. Okay, wir haben zwei Schlüssel. Das heißt, wir können überall durch. Haben jetzt dafür das blaue Herz geopfert, aber... nicht weiter tragisch, würde ich mal behaupten. Ah, die habe ich alle kaputt gemacht, verdammt. Okay, schauen wir mal da. Ich meinte, ich habe das natürlich nur aufgesprengt wegen den Scheißhaufen hier. Ich wollte nur die Scheißhaufen haben. Als ob ich nach einem Geheimraum suche. Ha. So. Ich habe die Mod leider nicht mehr, ne? Das heißt, ich weiß nicht, wann mir das Ding was bringt. Und daher hole ich mir einfach mal den Schlüssel und das blaue Herz und das hier. Puberty. Jo, gut. Und spend den Rest. Perfekt. Okay. Da das aber auch Kackhäufchen sind, können in diesen Kackhäufchen überhaupt was drin sein? Wo diese Fliegen dran sind? Ich glaube nicht, oder? Sieht für mich nicht so aus. Egal. Und okay, ein Baby. Robo-Baby. Geil. Jetzt haben wir ein Robo-Baby, das sich die ganze Zeit dreht. Yay. Gleich heben wir ab. Bereit machen zum Abflug. Oh, wir sind nach unten gefallen. Verdammt. Okay, also meine Handfläche wird auf jeden Fall schon schön warm. Dadurch. Wow, das hat sich gelohnt für ein Herz. Wenn jetzt noch die Dinger die Projektile abfangen, dann sind wir mega OP. Nein, du hast uns getroffen. Ah, nein, jetzt haben wir noch eine Health da. Na toll. Jetzt haben wir schon verloren. Wir können schon aufgeben. Oh Gott, wir sind ein schlechter Beyblade. Oh, eine Pretty Fly. Geil. Bringt die überhaupt was? Haben wir eine... Oh, wir haben tatsächlich die Pretty Fly. Warum ist die nicht blau? Wieso ist die so grau? Hm. Justice ist eigentlich ganz schön. Haben wir wieder volle Leben. Und vor allem Schlüssel. Der Schlüssel ist wichtig. So. Für die darf ich Krampus benutzen. Ja, gegen Wandspinnen. Stand in der Challenge so drin. An sich könnte ich eigentlich Krampus Set viel öfters benutzen. Hier zum Beispiel auch, aber mache ich mal nicht, weil wir sind ein Beyblade, wir brauchen... Das sah so aus, als wenn man sie reingezogen hätte. Voll cool. Gleich, komm her, ich zieh dich in meinen Sog. Au. Mist. Wir könnten nämlich eigentlich die Bosse so richtig schnell vernichten, aber kriegen wir auch so hin. Okay. Aber wir waren weder im goldenen Raum, noch waren wir im Shop. Und ich hätte gerne beides. Ich sterbe hier gerade. Wenn der uns einmal trifft, dann bin ich tot. Oh, shit. Oh, Jesus. Tiersub, okay, bringt uns gar nichts. Hä? Aber ich weiß auch, man kommt doch an die Spinnen ran. Man kann doch das Schwert einfach schießen. Hm. Weiß ich nicht, ob er nicht dran gedacht hat oder ob das so gewollt ist. Oh, Gott. Bitte nicht treffen. Oh Gott, ich habe hier gerade voll Angst, so ein bisschen. Okay, wir haben ja genug Bomben. Komm. Ich bräuchte mal irgendwie ein Leben zumindest. Mit einem Leben fühle ich mich nämlich nicht wirklich sicher. Da kommt ein so ein großes Viech und man ist tot. Nee. Nee. Bei denen setze ich das mal lieber ein. Das war ein Explosionsdinger, da darf ich das ja wohl einsetzen. Ich bitte euch. Moment, da hinten war noch ein Leben. Das hole ich mir jetzt als erstes. Ich finde auch, dieses Robo-Baby sieht richtig bescheuert aus. Aber so richtig. Weil das rechte Auge von ihm aus so ein bisschen aufgeschwollen aussieht. Tja. Bitte nicht schießen. Nein, 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 habe ich gesagt. Ihr seid doof. Die hören gar nicht auf mich. So. Oh, wow. Penetrative Shots. Das bringt es. Aber zumindest auch ein Speed-Up. Hä? Der Raum hat sich verändert. Oh mein Gott. Warte, da war ein blauer Stein. Gesehen. Gesehen und aufgesprengt. Kriegen wir sogar die Bombe wieder. Das ist ja nett. Der ist ja total nett. Oh, nee, will ich nicht. Danke. Hä, das ganze Zeug verändert sich hier. Oh Gott. Tschüss. Wir hätten natürlich noch in den Shop gucken können, aber brauchen wir nicht. Ach du Scheiße. Nein! Okay, ich muss mal kurz splitten. I will bend. So, geht weiter. Und zwar hat mein Fraps einfach die Dateien in 4 GB aufgesplittet.
Der Bastard. Blödes Fraps. Toll. Habe ich eigentlich gar nicht eingestellt. Hat sich von alleine so eingestellt. Oh mein Gott. Fraps macht, was es will. Fraps ist böse. Mann, jetzt habe ich ganz viele kleine Dateien. Das ist immer richtig nervig, die zusammenzufügen. Bäh. Wisst ihr auch nicht, warum man das in 4 GB... Na, okay. Vielleicht, wenn man das auf eine CD brennen will oder sowas. Dann... Den Kytaskatsuki wählen. So, der explodiert, glaube ich, sogar, oder? Ja. Ja, ja, ja. Da war was. Okay. Oh, ganz viele Schlüssel. Jetzt kommen die Schlüssel. Ist klar. Jetzt, wo wir genug haben, dann kommen sie. So, da ist sogar noch... Jetzt kriegen wir die ganze Zeit die Schlüssel. Das kann doch nicht sein. Hallo, Bombe. Hallo, Trollbombe. Und hallo, ihr Arschlecker. Und hallo, du blauer Stein. Und hallo, Geld. Nice. Nice. Nice, nice. Das ist really nice. Ja, kommt alle in meinen Sog. Wumm. Sieht schon witzig aus. Au. Ii. Ich könnte mir nicht wehtun. Ich entfessle gleich meine Beyblade-Kraft. Okay, ich glaube, wir sind zu schnell. Ich kriege eher den Schaden, weil ich durch die gegen die Gegner gegenlaufe, statt andersrum. So, holen wir uns das auch noch. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Und noch ein Schlüssel, warum nicht? Ich zerhäcksel euch alle! Das hat doch sogar ein schwarzes Herz gegeben, oder? Ja. Geilu. Haben wir auch noch die Bomben bekommen, die wir ein bisschen bräuchten. Das Auto-Turret-Ding. Nee. Ach komm, nehmen wir nicht mit. Den hatten wir schon in der letzten Challenge. Und es wird gerade wieder voll warm in meinem Zimmer. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich darf auch nicht einen Ventilator anmachen, weil ich glaube, den wird man hören. Einfach Pilz! Ja, gib mir die zweite davon, Pilz. Geil. Super. Super, super. I like iPhone Pilz. Hi. Au, hä? Ich hab die nur zum Küssen animiert und dann tun sie mir einfach weh. Okay. Puh, bin ich halt kein Armor mehr. Tja, keine Liebe für euch, keine Liebe. Oh, der macht Scheißhaufen. Den könnten wir eigentlich voll. Den hätten wir voll gut ausnutzen können. Der hat einfach ganz viele Scheißhaufen produziert. Okay, das ist natürlich schlecht. Und dann hätte man die Scheißhaufen kaputt machen können und ganz viel Zeug daraus holen können. Ja. Da. Und wart ihr inzwischen schon in einem Freibad drin? Ich noch nicht. Dafür habe ich meine Prüfung verkackt. Das ist auch was Schönes. So. Okay. Boss, bist du hier irgendwo? Der ist wahrscheinlich oben, weil... Ah, Gewinner gehen immer nach oben. Ob Bosse jetzt Gewinner sind, ist natürlich eine andere Frage. Nein, dieser Boss ist kein Gewinner. Von daher, deswegen ist er hier unten. Ist das schon Marm? Nee. Na, wie viel Schaden machen wir? Guten Schaden auf jeden Fall. Und tschüss. Dankeschön für das Lebensupgrade. Und ein Bettler. Den nehme ich tatsächlich mit. Den Darkbomb, den hatte ich richtig, richtig lang nicht mehr. Oh. Okay, dass wir da keine Leben verloren haben, wundert mich. Dann sind wir da perfekt durchgegangen gerade. Okay. Nice. Wenn wir jetzt so einen Geheimraum finden, wo einfach 10 rote Herzen drin sind, das wäre perfekt. Hier. Darkbomb, nimm mit. So, und da wir dich jetzt haben, mache ich sogar noch ein paar Räume. Bin ich nicht nett. Damit du ein paar blaue Herzen einfach holen kannst. So. Keine Ahnung, was das für eine Schere war. Ob das die Schere war, die man selber einsetzen konnte. Oder ob das die Schere war, die einen kopflos macht. Ich mag beide nicht. Da, ein Herz. Cool. Da ist doch ein Herz. Überall Herzen. Oh. Das hat sich ja sogar richtig gelohnt. Und Tiersa bringt uns nichts. Doch. Oh doch, wir drehen uns jetzt viel schneller als vorher. Wow, seht euch das an. Guckt euch das an. Wow. Amazing. Na gut. Waren wir schon im Shop? Nö. Wir haben eigentlich sogar genug Geld für den... Ah, komm. Wir suchen den Shop. Hallo, Shop. Eventuell kriegen wir hier noch irgendwo ein Herzchen raus? Nö.
Oh, die schwarze Kerze, die wäre eigentlich voll cool. Aber brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Head-up. Perfekt. Perfekt, perfekt. Aber das heißt, wir müssen das nächste rote Herz selber einsammeln. Tut mir leid, Darkbar, aber ich brauche das dann leider selber. Wow. Ich mag diese Stacheln hier nicht. Tschuh. Sind wir jetzt in der Marm-Ebene? Ja. Ja, ja, ja. Er hat leider auch nicht dazu geschrieben, wie weit ich gehen soll. Von daher, keine Ahnung. Wir machen einfach mal bis Isaac oder so. So. Nee, 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 nee. Ah, du hättest das halbe haben können. Und du gibst mir nicht mal was, oder? Oh, was bist du denn für ein Arsch? Nimmt er schon das ganze Herz und gibt uns trotzdem nichts. Ganz schön frech. Diese Darkness werden auch immer frecher. Diese Jugend von heute. Ban, ban, ban. So. Was haben wir da Schönes? Puberty! Ja, endlich in der Pubertät. Endlich die Eltern auf den Nerven gehen. Au. So. Nee. Danke. Brauche ich nicht. Vor allem nicht, wenn ich mich die ganze Zeit so komisch drehe. Kann man ja gar nicht anvisieren. Einfach Pilz, perfekt. Beste Pille. Ah. So. Das war nur das, was die Karte ab und zu aufgedeckt hat. Wir nehmen das mit. Wir nehmen. Nee, das war alles nichts Gutes. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht schießen. Wow. Okay, den haben wir gerade noch so schnell getötet. Aber gerade so. Wow. Da hatte ich keinen Schwung mehr. Hallo, Buddy. Ja, ja. Au. Okay, das ging schnell. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hingehen? Wollen wir Isaac besiegen oder wollen wir den anderen besiegen? Wir besiegen Isaac. So. Reinschauen kostet ja nichts. Ach stimmt, hier ist jetzt gar nicht mehr alles voll. Oh, da vermisse ich gerade die God-Mode. Ich dachte, da wäre jetzt alles voll und ich könnte mir wieder irgendwas Tolles aussuchen. Schade, schade, Schokolade. Schokolade ist lecker. Ich mag Schokolade sehr. Auch wenn ich eine Laktoseintoleranz habe. Ich mag Laktose trotzdem. So. Achso, warte, wir müssen ja hier jetzt aufpassen, gell? Wir verlieren ja ein ganzes Leben, wenn wir getroffen werden. Und so viele Leben haben wir jetzt nicht, um damit irgendwie nicht sparsam umzugehen. So. Nein. Oh, du auch nicht. Ah, du hast uns doch wehgetan. Mann, da will man mal Beyblade sein. Und dann wird man dafür bestraft. Ah, Gott. Nein, 2,5 Leben. Wie soll ich das denn das noch schaffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Piu. Wenn ich jetzt wieder bei Isaac ganz am Ende verliere, dann raste ich aber aus. Dann wäre das dritte Mal hintereinander in den Challenges, dass ich bei Isaac verloren hätte. Oh, das wäre nicht cool. Wenn ich bei jeder Custom Challenge bei Isaac verloren. Hör mal auf, hör mal auf. Nein! Du Arsch! Okay, besiege ich dich halt nicht als Beyblade. Selbst schuld. Du hättest cool sterben können, aber du willst ja nicht. So, da kommt noch einer. Okay, wann kommen hier mal rote Herzen? Das wäre eigentlich voll nett von euch. Bist du eine Bolts of Steel Pille? Ja, mit 1,5 Leben möchte ich eigentlich nicht zum Boss. Egal, wir haben Krampus. Hat er so faul. Ne, tut mir leid, den besiege ich nicht als Beyblade. Oh, Gabby's Head. Ja, wir haben keine Leben. Ich suche mal kurz nach einem super Geheimraum. So weit weg kann er eigentlich gar nicht sein. Da kann er sein. Jo. Bitte ganz viele Herzen. Bitte irgendwas. Nein. Oh 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 oh
Gut, wissen wir zumindest, wo der Geheimraum ist. Nehme ich da hinten, da wo auch der Miniboss ist. Okay. Hallo Miniboss! Hi Envy! Du wirst mir garantiert wehtun. So wie ich dich kenne. Denn wir töten ihn schnell genug. So. Ah, nee, den zerhäckseln wir einfach. Wieso kommen da keine roten Herzen raus? Ich brauche wirklich rote Herzen. Gib mir doch rote Herzen, Mann. Was soll das? Ich habe Angst vor dem Feuer. So, auch nix. Bringst du mir vielleicht irgendwas? Auch nicht. Frag mich nicht, warum ich hier gerade die ganzen. Da ist ein rotes Herz. Die ganzen Bomben verschwende. Na, du Arsch! Du Hund! Der hat uns unsere Rettung weggenommen und gibt uns dafür einfach nur eine blöde Spinne. Ist das dein Ernst? Ist das dein gottverdammter Ernst? Oh Gott, Dark Bomb! So ein Fehler, dich mitzunehmen. Bisher hat er noch nichts Gutes geleistet. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Geil, und dann noch so viele davon. Okay, Moment. Wir suchen mal trotzdem noch ein paar rote Herzen. Eventuell haben wir Glück. Und dann gibt es nämlich unser Dark Bomb ein paar blaue Herzen. Na toll. Naja, immer ein schwarzes Herz. Was haben wir sonst noch so? Können da auch Sachen rauskommen? Nee, oder? Nee. Okay, vielleicht noch ein blauer Stein. Na gut, dann ich, dann ich, dann gehe ich weg. Tschüss. Naja, haben wir zu wenig, zumindest zu wenig, zumindest volle Herzen. Ja, 5 Herzen ist jetzt nicht so viel. Warte, wir können in den Challenge-Raum, weil wir volle Leben haben. Das machen wir. Da gehen wir hin. Hallo, Challenge-Raum. Was lauert wohl in dir? Eine goldene Kiste. Aha. Unnötig. Wenn ich jetzt ein Leben verliere, dann war das noch unnötiger. Na, komm schon. Als wenn ich nah genug an dir dran war, das stimmt doch gar nicht. Eine Botox-Pille. Naja, fast. Gebt ihr mir vielleicht ein paar rote Herzen oder so? Wäre voll Töfte von euch. Mann, ich will doch eigentlich gar nicht so nah an die rangehen, aber irgendwie dann doch. Ich meine, ich bin Beyblade. Nein! Ich suche den Nahkampf und sterbe an Stacheln. Das bin ich. Beyblade des Sidious. Yay. Ach Gott. 2 Leben noch. Yay, wir hatten eben 5. Nein, da waren doch noch diese Heilscheiße. Ich bin so ein Vollidiot. Wow. Okay, wenn ich bei dir. Letzte Hoffnung. Und gleich tötet uns einfach eine Fliege. Oh, ein blauer Stein. Na, immerhin. Okay. Nee, 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 Moment, 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 Moment. Ich hatte Geld. Ich hatte noch 2 Münzen. Ah, ich spiele richtig schlecht gerade schon wieder. Oh Gott. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Aber sowas von nein, danke. So. Hätten wir jetzt mal noch dieses Scheiß auf dem Trinket, dann wäre das hier eigentlich voll das Paradies. Und man denkt ja immer,
In diesen tiefen Ebenen kommen keine Scheißhaufen mehr. Naja, Irrtum. Irrtum, Irrtum, Irrtum. Ein ganz großer Fehler. Na, vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen noch irgendwo so einen Heil-Scheißhaufen her. Das wäre eigentlich ganz cool. Oder halt ein paar rote Leben. Ah, natürlich trifft er mich noch. Okay, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Haben will. Warum ist da kein... Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, nein, ich werde sterben. Oh Gott, da kommt irgendwas von oben. Ach nee, ist tot. Okay. Geheimraum? Ich habe Angst vor Fliegen. Oh mein Gott. Sieh bitte irgendwo ein blauer Stein. Aber theoretisch kann. Da ist sogar wirklich einer. Theoretisch kann das sogar an jedem roten Stein ein blauer Stein sein, oder? Oh, danke. So. Die werde ich alle aufsprengen. Ich hoffe einfach mal, dass irgendeiner davon eine Bolts of Steel Pille ist. Oder eine Full Health Pille. Eine Health Down. Moment, eine Health Down ist doch auch eine Full Health Pille, oder? Wenn man nur noch ein Leben hat, dann war das, glaube ich, dann hat sie sich verwandelt. Okay, dann können wir ja mal. Ne, warte, einen Raum machen wir noch, damit wir Krampus voll haben. Und dann gehen wir zum Boss. Das ist nur die. Oh, will ich echt diesen großen Raum machen? Ich mache ihn einfach. Boah, den habe ich gar nicht gesehen, aber gut. Ist okay, ist alles okay. So, Krampus ist voll. Wir haben unsere Health Down Pille, die zu einer Full Health Pille wird. Hoffentlich. Und nicht erst bei einem halben Herz. Und dann können wir einfach mal zum Boss gehen. Genug Schaden sollten wir eigentlich machen. Solange da. Oh Gott. Gut. Sehr weit, so gut. Nehme ich über. Oh, ja. Ich nehme auf. Sehr gut. Dankeschön. Oh, wieder Helligkeit. Helligkeit ist toll. Ich mag Helligkeit. Oh Gott. Geh weg von mir. Und wir sehen unsere Leben nicht. Aber wir sehen ja, wann unsere Health Down Pille zu einer Full Health Pille wird. Zumindest theoretisch. So. Ich weiß zumindest, wir haben nur 2,5 Leben. 2,5. Das müssen wir uns merken. Das heißt, wir können zweimal getroffen werden, ja. Ja. Und dann sollte die Pille hoffentlich zu einer Full Health Pille werden. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, sonst eher nicht so. Okay. Okay, hast mich getroffen, sehr gut. Hast du das jetzt schon mitgenommen, ja? Und mir nichts gegeben, okay. Merke ich mir, Darkman, merke ich mir. Nächstes Mal nehme ich dich nicht mit. Naja, wenigstens sterben die Gegner schnell. So. Ach, da kam sogar noch eine Fliege raus. Okay. Head up! Ich hätte ehrlich gesagt mal eine Full Health Pille gern oder eine Bolts of Steel Pille. Bolts of Steel hatten wir nämlich noch gar nicht. Kettenreaktion! Und hallo, Isaac. Okay! Was?
Gut, da waren wir doch stärker als erwartet. Ja, wir haben eine Wunschspeck von 1, Leute. Ja! Nö, war aber eine nette Challenge. Da hätte ich jetzt aber gedacht, dass Isaac mehr aushält. Ich hätte vielleicht die Bosse ein bisschen stärker machen sollen. Dann wäre das vielleicht noch ein bisschen cooler geworden. Dass sie irgendwie 500% Erleben haben oder so. Ja. Egal, war trotzdem eine sehr nette Challenge. Danke, Tetsu, dafür. Und dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auf nächstes Mal wieder einschalten würdet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Challenge. Wenn ihr noch ein paar andere Challenge-Ideen habt, obwohl ich jetzt schon 20 Stück oder so da habe, die ich noch machen könnte, wenn sie denn funktionieren, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.